von einer ist eine weiteren Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Im letzten Part gab es so ziemlich das Story-Finale, würde ich sagen. Und zwar hat Rose das Turnier unterbrochen und wir haben ihn daran gehindert. Und da war ein riesiges Pokémon in Dinolos, mit der Energie holen wollte. Und dann kam Sachi und Zamazenta und dann haben wir gekämpft. Und das hat sich nochmal maximiert und wir haben es gefangen. Und das war spannend, es ist viel passiert. Deswegen guckt gerne wieder rein, das kann man gar nicht so schnell zusammenfassen. Aber in diesem Part werden wir jetzt echt gegen Deleon antreten und ihm hoffentlich seinen Titel wegnehmen. Bist du dir sicher? Hoffentlich. Oi. Let's go. Nein, warum ist der Fahrstuhl langsamer? Nein. Bitte. Das ist ja jetzt belastend. So, ich kaufe jetzt mal ein paar. Ich hab's doch, glaube ich, einen Top-Beleber und sowas. Ich hab gedacht, das wäre schlau. Ich hab schon gesehen, oh, kann wer man kommt. Kaufen. Meine Top-Genesung eigentlich. Ich würde schon sagen, wer kommt jetzt wohl früher? Mann, ich hab gedacht, oh, wie schlau. Teuer Top-Genesung einfach ist. Ja, Top-Genesung, Schmesung geht jetzt ab hier. Gib mir Beleber. Aber oh, ich hab schon viele. Okay, freu ich mich. Reicht ja wieder. Tschüss. Tschüssikowski. Lassen Sie mich nicht länger warten, denken sich die Zuschauer. Also Deleon auf den Kopf. Die Sau. Ich bin gespannt. Das Champ-Match. Der entscheidende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Bist du bereit, Deleon herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh doch bitte nochmal deine Uniform an und dann kannst du auf den Kampfplatz gehen. Es ist soweit, Leute. Es ist soweit! Ja, heute ist wirklich letzte Kampf. Also, so, ne? Lass Vulpix. Letzte Kampf unserer Arena Challenge. Da ist nicht nur ein Vulpix. Hi. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich echt noch nie. Das liegt bestimmt an der Tatsache, dass alle wissen, dass du vor 3 Tagen so Krasses geleistet hast. Du hast den Dinolos gefangen und die Zukunft der Gala-Region gesichert. Du hast an der Seite des legendären Pokémon Sachian und Zamazenta gekämpft. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrhaft würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt schaffe, Hochhaus gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis. Habe ich Hochhaus gesagt? Wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Das also los, lass uns kämpfen. Mann, hör auf. Wir liefern uns einen Kampf, der in die Geschichte der Gala-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, die Zukunft Galas für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time! Jetzt bin ich gespannt, ob wir vielleicht sogar verlieren könnten. Bin mal gespannt. Ich hab komplett keine Ahnung mehr, was er für Pokémon hat, außer Glurak. Ja, und das ist auch so ein Ding. Und ich glaube, Katapultra. Als ob der noch mehr Drachen-Pokémon hat. Glurak ist kein Drache. Hä, der Google Champ Deleon. Verändert der nicht den Typ ab? Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch nö. Du in Garrett. Das Publikum ist. Was? Zu begeistern ist meine Rolle als Champ. Ja, was? 62? Ja, das ist schon heftig. Was ist denn da los? Das Ding ist. Der sieht seinen Mantel aus wie Zorro, wenn er sein, wie heißt das Ding? Ja, oder Goku macht's genauso. Nur, dass es halt kein Mantel ist. Seine komische Gewichtskleidung. Nachthieb! Los! Als ob der das so knapp überlebt hat. Yes! Das war sehr effektiv. Ich hatte natürlich auch nichts anderes erwartet. Taktikwechsel. Klingenform, Spukball. Au. Nein! Oha. Ich will nicht Risiko lernen. Nein. Gut, dann machen wir jetzt nochmal. Ja. Feuerschlag.
Fort. No, not the top Genesung. Branner war jetzt der Pommerpflanze, das Ding. Ja, warum hast du nicht deinen Feuerball? Oh. Ja, weil er eh nicht mehr viel Leben hat und dann hat er aber sich geheilt. Gut, vierfach Schwäche ist halt einfach nicht auszuhalten, ist gut. Biss weg und Knirscher hin. Trommelschläger los! Sinn. Branner war zwar voll fies damals bei. Wie war Jesus? Also geht's es. 64, Alter, was für Level! Gutes Max, sag's. Liberlo. Was machen wir gegen Liberlo? Feuer, Boden. Feuerball, Junge, bam! Ich glaube, das reicht. Alter, ist nicht sehr effektiv, das wissen Sie. Oh oh. Tschüss, Shiro. Das kannst du doch nicht tun. Problem ist, der gegen ist halt den. Als ich will jetzt auch nicht mit meinem mit Marvin rein, weil der hat halt safe die Kampfattacke. Hä, Akrobatik? Bist du noch ganz troppel? Troppel. Noch ganz Taco? Komm, Erdbeer muss reichen. Das ist ein blödes Liberlo. Stirb. Nein, nicht ganz. Oh, ist egal. Auf jeden Fall. Oh, die erste Top-Genesung, die einsetzt bei mir. War sonst noch nie so. Ich glaube, es hat doch bei mir sonst noch niemand irgendwie sich geheilt. Reicht das jetzt? Ach, scheiße. Och, Mano. Stirb doch. Och, du mit deiner Akrobatik, Junge. Wir sind nicht im Zirkus. Stirb. Sehr gut. Alter. Oh Gott. Jan, ich glaube, du hast ein Problem so langsam. Oh, ist dein Maxax so krass? Was macht denn Heilopfer? Anwender geht K.O. Das an seine Stelle tretende Pokémon hat volle KP. Was? Nein! Heal ich nicht. Was soll das? Katapultra. Danke, Marvin. Geistrache. Rainbow. Verfehlt! Hau dich selbst, du Arsch. Nein! Ich glaube, du musst mit Top-Belebern hier dein Team wieder aufpippeln, sonst ist das ein Problem. Willst du mich doch komplett verarschen? Ja, Zauberschein. Oh nein, Spukball, das könnte wehtun. Du Arsch. Gib mir hier auf einmal ab, ey. Der ist schneller als ich. Natürlich ist er nicht mehr verwirrt. Ich muss wen opfern. Ja, König Buhu, es tut mir leid. Du bist eh schon angeschlagen, das lohnt sich. Oh, er hat sich mal selber gehauen. Oder mal Zeit. Ich meine, wir hatten da so ein anderes Projekt. Kampf gut gegen Drache oder zumindest neutral? Ist, glaube ich, neutral. Hast du dich nochmal nicht mehr verwirrt, ja. Ich habe gehofft, dass er sich immer selber trifft. Ja, hoffen kann man. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Eben habe ich mit 4 KP überlebt. Und Rainbow ist das krasseste mit 63 von mir, also. Das muss schon was heißen. Bitte, Rainbow. Überlebt das. Oh, 12. Okay. Na gut. Ich beschwere mich nicht. Och, nö. Ja. Bitte, komm jetzt nicht instant aus deinem Eis raus. Bitte nicht. Top Genesung. Würde er jetzt nicht nochmal einsetzen, oder? Ich weiß nicht. Machen das Champs nicht oft? Nein, macht er nicht. Oh, Glück. Max Axe. Ich müsste eigentlich drin bleiben.
Ja. Max Sachs war schon mal krass. Bin ich jetzt schneller als der? Der ist auch heftig, oder? Ist gut gegen Katapultra. Geist, Drache, Eis, Unlicht. Ja, ich bin schneller, los. Ja, das reicht nicht ganz schön. Dönerblitz natürlich. Gott, räum los. Oh, jetzt fängt der auch an. Hä, warum hat das keine Wirkung? Verstehe ich nicht. Oh, Katapultra gewonnen. Ein Quit. Warum hat das keine Wirkung? Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger. Was war das denn schon wieder ein Tonfall? Jeder. Alle Tonfälle. Pantifrost. Oha. Der ist auch noch Psycho, ne? Der ist Psycho, alles, ja. Na, dann ist ja Stahl zumindest neutral. Kampf zumindest neutral. Sollte. Hä? Biertrocken. Bei mir hat der kein Pantifrost. Ja, aber bei mir wird er kein Libalo haben. Oh, komm, ey. Hä, warum denn Libalo? Was ist das denn? Warum, hä? Verstehe ich auch nicht, was das für ein Austausch ist. Iro ist tot. Nicht gut. So, jetzt kommt der Glurak. Und Branavaz hatte er bisher auch noch nicht. Vielleicht kommt das aber nicht. Hä? Irgendwas ist ganz faul gerade. Ach komm, schon eine Vierfachschwäche muss doch reichen. Der ändert seinen Typen nicht, oder? Man weiß ändert seinen Typen nicht in der Giga-Dynamax-Form, ich hoffe. Glaube nicht. Dann los. Wie findest du Pantifrost? Ich mag Pantifrost nicht. Warum muss hat ich er ja so auch nicht mehr. Boah. Hui. So, was ist dein vorletztes Pokémon? Ist doch noch ein Starter. Alter, 65 ist das. 65? Inteleon, Mann, ich hab mich auf Branavaz eingestellt. Dann hab ich Branavaz und du hast das. Ich sag, hä? Er hat ja startet, der noch nicht benutzt wurde. Gortrum hatte ja. Hopp. Ja, aber Branavaz und das Ding ist. Hä? Was ist ein Austausch? Ja, Branavaz und Pantifrost, ich weiß es nicht. Hä? Ja, Branavaz wäre jetzt auch Wasser gewesen. Hätte er ja zwei Wasser-Pokémon gehabt. Ja, gibt's den. Ach komm, das musst du überleben. Das ist ausgetauscht worden. Oh Gott, danke schön. Wahrscheinlich. Mich Tränendrüse. Ach, das war sogar ein Crit. Come on. Was, Bowser? Töte ihn. Oh, warum habe ich Feuer? Ach, ich bin so dumm. Warum habe ich die mit Feuer angegriffen, ich Idiot? Man weiß es nicht. Natürlich zurückgeschreckt. Ich bin so dumm. So, dann kommt jetzt auch sein letzter. Hör auf damit. Und ich mache einfach dasselbe, was ich schon mal gemacht habe. Nicht so vor? Oh ja. Zeig dir jetzt, dass Glurak drauf hat. Giga Dynamax! Nein, nicht das fette Glurak. Ah.
Wenn das trifft, Dynadüse. Ja, okay, das macht nicht viel. Du bist verzweifelt, mein Freund, ich verstehe das. Die Initiative steigt. Zeit zu gehen. Ja, nochmal den gleichen. Was nochmal den gleichen? Ja, ist das so, als hätte ich den gleich nochmal auswählen wollen, der schon tot ist. Los, Dynamax, Marvin, du musst das zu Ende bringen. Hopp. Fettige Fisch. Ah. Was? Warum? Los, ja, heil mich. Dünner Brocken, wumm. Und hui. Setz doof, nur eher schneller. Das ist doof, oder? Nur 20. Will das Marvin das zu Ende bringt. Wow. Gleich sind sie wieder klein. Ja, ich weiß. Was sollte dir helfen, weil der kann nur einen Cheatkraft. Ja, du bist ja noch groß. Ja, los, Angriff jetzt. Ja, deswegen. Döner Flut. Oh, oh. Nein. Nein, das hast du nicht getan. Marvel, nein. Da stoppt man Sandsturm. Ja gut, Giro hat eine Chance, aber Buggy ist tot. Dann macht Giro das. Der Stachel, der uns von Anfang an begleitet hat. Zeig uns doch mal deinen letzten Feuerball. Aua. Und boom. Remdelion wurde besiegt. Na. Guck, er freut sich. Im Sandsturm die Mütze und weg ist er. Das war's mit meiner Jam Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. 15.000. Habe ich fast auf dem Konto. Sei doch ruhig. Ja, bald nicht mehr bei der Küche, Alter. Ja, Schwarzgurt, Leute. Es tut uns leid, wir müssen hier unterbrechen. Mama! Mein Glückwunsch. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer. Dafür solltest du gefeiert werden. Party! Jetzt, dass du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wenn wir erwachsen werden, sollte die Gegenwart mit dem Blick auf noch kommende Zukunft Zeiten verbessern. Versprich, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. Du kannst die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Alabette hat andere Kleidung an, was soll das? Und schnell wieder umgezogen. Bewohner von Gala, ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Wir haben einen neuen Champ.
Ash, zum ersten Mal. Nein. Wer so stark geworden ist wie sie, kann einiges in Bewegung setzen. Lasst uns gespannt sein, was die Zukunft noch bringen wird. Party! Ah, schön. Ja, und das sind wohl die ersten Credits, die kommen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen, ob noch welche kommen. Aber Fazit. Ich muss sagen, Pokémon Schwert und Schild, damit die 8. Generation, ist nicht so schlecht, wie die meisten sagen. Klar, vor allem die Naturzone und so. Eieiei, schlecht. Und schon im ersten Dorf sieht man, wie schlecht die Renderdistanz ist und so. Aber ja, cool. Vor allem kamen die Arenen wieder, was mich sehr gefreut hat. Ich meine, das war bei Sonne und Mond auch ganz cool mit der Inselwanderschaft, aber Arenen sind schon was Besseres. Ja. Ich sag schon mal meine Bewertung. Wie viel Prozent? Das war alles, was du dazu zu sagen hast. Ja, kommt gleich noch. Oh, ich werde angerufen. Oh Gott. Ja, es geht jetzt gerade nicht. Sorry, ich rufe gleich zurück. Naja, zumindest, ich fand das Spiel eigentlich auch gut. Ich finde aber viele Teile deutlich besser. Also mit der Story haben sie einen riesigen Rückschritt gemacht, finde ich, seit dem anderen Pokémon. Deswegen, ja, okay. Also seit der 7. Gen. Trotzdem war es gut. Man hätte einen besseren Grafikdesigner anheuern können, der sich da ein bisschen drum kümmert. Aber ansonsten war das schon mal gut. Die Arenen, Geschmackssache. Ich fand das mit den Inselmannschaften eine gute Erfrischung, aber Arenen können ruhig wieder zurückkommen. Die Liga fand ich sehr enttäuschend. Das war halt keine richtige Liga, finde ich. Es war halt auch keine. Sie ist ja also nicht mal so. War es auch nicht so. Nein, doch. Da waren 4 Trainer und dann der Champ. Das war ja schon. Da waren nochmal die Trainer, die man schon besiegt hat. Super toll. Gar nicht unbedingt, nein. Die komische Golferin-Flugfrau war nicht dabei. Ja, wow. Ja, trotzdem. Die haben wir auch schon gehabt. Immerhin. Ich hab nicht gedacht, dass das andere viel besser ist, aber nur, dass es hier gar nicht so war. Aber ja, nee, Hier ist halt auch komisch, aber das Ding ist hier, ich glaube, man kann ja wieder kämpfen und da verteidigt irgendwer den Titel, das war bei Sonne und Mond ja auch so. Immer wieder wer anders, ich weiß nicht, wie es hier war. Ja, wie gesagt, aber Naturzone. Es gibt noch verschiedene Turniere. Ist schwierig. Vor allem finde ich halt diese Häufigkeit von Gigadynamax und so war schwierig, aber gab eine große Auswahl. Ich muss gleich echt mal dran gehen, ruft schon wieder an. Aber naja, Was wollte ich noch sagen? Irgendeinen wichtigen Punkt. Das Ding ist, zum Beispiel die Hauptstory, wird alles auf Delion abgeschoben. Ja, Delion macht das. Wir mussten uns fast nicht drum kümmern, was am Ende so. Und dann hat man das nicht gesehen, was da passiert ist. Warum? Mein Gott, Delion. Ja. Du bist nicht Hauptcharakter, was soll das? Ach cool, so, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich krass, dass die den Pokédex ab jetzt nicht mehr vollständig gemacht haben. Ja, und dass das nur komplette Ausreden waren. Und dann mit den DLC, ja cool, jetzt könnt ihr noch mehr fangen. Nur nein, das mit DLC einführen finde ich auch nicht. Aber was gut war das mit den Pokémon-Boxen, dass du ja, die jetzt immer dabei hattest. Ja, es gab auf jeden Fall ein paar gute Quality-of-Life-Veränderungen. War das nicht in Let's Go so? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich kann es dir nicht sagen. Aber naja, Gesamtwertung finde ich schwierig. Ich würde, glaube ich, 82% geben. Ja, ich war auch so zwischen 80 und 85, ich bleib auch bei 80. Wenn man halt andere Pokémon-Spiele sieht, sind die halt im Vergleich einfach besser. Natürlich ist die Grafik hier am besten, logisch, aber sie könnte viel besser sein. Ja, die ganzen nee, Let's Go ist die besser. Nee, anders. Aber, ja, wie gesagt, das Spiel ist noch längst nicht zu Ende. Wir haben noch ein bisschen Afterstory, was leider auch sehr enttäuschend sein wird, aber seid gespannt. Und wir werden auf jeden Fall die beiden DLCs noch bringen. Aber ich glaube, das machen wir in eigenen Playlist. Aber ihr werdet es auf jeden Fall auf unserem Kanal sehen. Aber ja, ich glaube, es gibt hier am Ende des Parts eh gleich einen kleinen Teaser, oder? Wir sind einfach bei uns im Zimmer. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht vorbeigehen. Kann man alles nicht überspringen? Nein. Okay, ist jetzt eh. Oha, die ganzen Zeichen. Hui. Ey, da unten. Da sind die ganzen Restaurants und wo man essen kann. Oh, danke an alle. Und dieses komische Restaurant müssen wir immer noch nach. Ja, oh, die ganzen Wollies. Ui. Jetzt los. Ende. Nee. Warum ist da kein Fragezeichen? Was soll das? Die Story ist halt vorbei. Game Freak. Okay, Hauptmenü. Okay, jetzt finde ich eigentlich. Ist das wirklich Hauptmenü oder kommt jetzt?
Ja, wow, das heißt, wir sollen wohl nochmal dahin. Dankeschön. Das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge von Let's Play Pokémon Schwert gefallen und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Das wird spannend. Ich hab Hasen. Und danke da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und dann geht's weg. Stein.